hinten hochreiben, vorne runter. Rücken rubbeln. Gürtel rubbeln. Oberschenkel reiben. Klatschen. Vorne klatschen. Seite klatschen. Andere. Hoch, unterer Rücken. Hände. Einen imaginären Ball halten. Hände locker. Schultern tief und entspannt. Kribbelt die rechte Hand stärker als die linke. Oder kribbelt die linke Hand stärker als die rechte. Oder kribbeln beide Hände gleich stark. Ist es Kribbeln, ist es Prickeln, ist es Pulsen, was auch immer. Und wie fühlt sich der Raum zwischen den Händen an? Um das deutlicher zu spüren, werden wir ganz sanft und langsam die Hände aufeinander zu bewegen und wieder auseinanderziehen. Die Finger zeigen nach vorn, so als ob ich Ziehharmonika spiele. Spüre ich die Energie dieses imaginären Balles deutlicher, wenn ich ihn verkleinere? Oder spüre ich sie deutlicher, wenn ich ihn vergrößere? Oder spüre ich sie beim Verkleinern und Vergrößern gleich stark? Oder spüre ich sie doch erst nur vage? Den Ball stillhalten. Und überprüfen, spüre ich die Kraft zwischen meinen Händen deutlicher, wenn ich den Ball vergrößere und verkleinere? Oder spüre ich sie deutlicher, wenn ich die Hände stillhalte? Ein ums andere Mal mit den Händen um den Ball gleiten. Und sich sagen, mit jeder Wendung spüre ich die Energie des Balles deutlicher. Schön tief die Hände vor dem Unterbauch. Und jetzt zeigen Sie mir bitte, wie würden Sie hier stehen und wie würden Sie sich bewegen, wenn Sie bereits jetzt vollkommen entspannt wären. Tun Sie mal so. Und überprüfen Sie, wo kann ich noch mehr loslassen. Und wenn Sie das rausgefunden haben, lassen Sie dort los. Und was können Sie tun, damit Sie sich jetzt noch wohler fühlen? Tun Sie es doch einfach. Und wie würde Ihr Gesicht aussehen, wenn Sie wüssten, dieser Tag wird mein Glückstag. Leichtes Lächeln. Wenn die rechte Hand oben ist, halte ich inne. Einatmen, vergrößern. Ausatmen, verkleinern.
Energie des Balles zwischen den Händen deutlicher wahrnehmen. Das Fühlen mit der Hand, mit der rechten Hand im Körper aufsteigen lassen und sich absenken lassen. So, als ob sich eine ausgleichende Traumkörperhand im Körper auf und ab bewegt. Und dabei alle Blockaden im Körper auflöst. Wenn wir unten sind, halten wir inne, wenden die Hände, linke Hand ist oben, einatmend vergrößern, ausatmend verkleinern. Wenn wir verkleinert haben, halten wir inne, drehen beide Daumen nach oben. Ich stelle mir vor, in meiner rechten Hand ist ein starker Magnet und in meiner linken Hand ist ein starker Magnet. Ich schiebe die linke nach vorne und ziehe die rechte zurück. Und ich wechsle. Wie deutlich können Sie spüren, dass Ihre Hände magnetische Fähigkeiten haben? Und wie viel Freude bereitet es Ihnen, ganz neue Körpergefühle zu entdecken? Wenn die Hände voreinander stehen, halten wir inne, vor die Brust. Die rechte Hand scannt nach oben, die linke nach unten, auf der senkrechten, mittleren Achse. Die Hand, die nach unten geht, wendet die Finger nach vorn und wechselt. So. Als würde man ein Gummiband auseinanderziehen und so, als würde das Gummiband die Hände wieder zusammen zurückziehen. Und mit der sich senkenden Hand senkt sich ein angenehmes Gefühl im Körper in den Unterbauch ab. Wenn die Hände voreinander stehen, halte ich inne. Ich spüre meine Hände. Ich spüre den Raum zwischen meinen Händen. Und ich spüre den Bereich meiner Brustmitte. Ich senke vor den Unterbauch. Ich spüre den Unterbauch. Ich wende die Hände so, dass die linke Hand oben ist. Und ich beginne mit einem versetzten, ringenden Kreisen. Ich drille zwei Gummibänder umeinander. Immer straffer. Das spürt man. Immer straffer. Größer kreisen. Die linke Hand kreist über die rechte Armbeuge, die rechte Hand kreist unter dem linken Ellbogen, der Körper bewegt sich mit. Und es macht jedes Mal Klick, wenn die linke Hand über der rechten Armbeuge ist.
Und es geht mir jedes Mal nur so durch und durch, wenn die rechte Hand unter der linken Armbeuge ist, unter dem linken Ellbogen. Gut, wenn die linke Hand das nächste Mal über der rechten Armbeuge ist, halte ich inne. Senke die Hand über die Hand, wende und beginne mit einem versetzten, ringenden, kleinen Kreisen Hand über Hand. Größer. Rechte Hand kreist über linke Armbeuge. Linke Hand kreist unter rechtem Ellbogen. Und jedes Mal wird das Gefühl äußerst intensiv, wenn die rechte Hand das nächste Mal über der linken Armbeuge ist, halte ich inne, senke die Hand bis über die linke Hand, drehe beide Daumen nach oben, dreimal großer Atemkreis, Kopf frei, Hals frei, Brust frei, Bauch voll, Kopf frei, Hals frei, Brust frei und der Bauch als Speicher voll. Kopf frei, Hals frei, Brust frei und der Bauch als Speicher voll. Auflegen, Hand auf Hand, abspeichern. Die Männer haben die rechte Hand außen, die Frauen haben die linke Hand außen. Die Handteller mitten befinden sich zwei Finger breit unter dem Nabel. Und wir denken, so speichere ich ab. So bleibt mir die Energie 24 Stunden erhalten, bis morgen früh um 7:30. Dann muss ich nachlegen. Linkes Bein nach vorn, linke Hand heben, linke Hand rücken, innen ans linke Knie, rechte Hand holt aus, 1, 2, 3, ha! Gut, okay. Die hier können sich alle eine DVD holen. Morgen geht's weiter.